Ich meine, klar, wir alle haben sofort im Kopf Best-Case-Szenarios. Wir spielen Rot-Blau, sind die coolsten Typen der Welt, haben ganz viele billige Zauber, zapp, 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 haben auf der Karte, die wir spielen, steht, ziehe eine Karte. Dann haben wir noch zwei weitere im Exil, die können wir auch direkt ausspielen. Zapp, zapp, kommen wieder zwei rein und du zapp, zapp, aber das passiert nicht. 3 von 13. Grolnok. Omnivore. Okay. Wir haben Frosch. Fuck, ich habe im Bingo leider Frosch verstanden. Ich habe leider Frosch vergessen. Immer wenn ein Frosch, den du kontrollierst, angreift. Mill 3 Karten. Froschdeck confirmed, Leute. Komplett übersehen im Bingo. Aber Froschdeck confirmed. Immer wenn eine bleibende Karte in den Friedhof aus deiner Bibliothek gelegt wird, schicke sie mit. Ah, schicke sie mit einem Croak-Counter ins Exil. Du darfst Länder von diesen Karten im Exil mit einem Croak-Counter spielen. Na, da haben wir langweilig ein bisschen daneben mit unserem Liebes-Counter. Stattdessen kommt Kröten-Counter. Was heißt denn Croak auf Deutsch? Hier ist das Verb, das das Geräusch von Fröschen bezeichnet. Das gibt's nicht, glaube ich, im Deutschen. Also so wie miauen oder bellen. Was machen Frösche? Kräken? Kröken? Kröten? Quaken? Nee, Quaken machen Enten. Quak, Quak? Quaken? Quaken? Moment mal. Die Ente macht doch Quak. Aber Frösche quaken? Quaken Enten? Oder quaken sowohl Frösche als auch Enten? Die Ente macht Quak, aber der Wasser. Warte mal, das müssen wir ganz kurz. Macht der grüne Frosch. Miau, miau, wuff, wuff. Der Frosch macht. Das werden mit Kindern beigebracht. Macht der grüne Frosch. Das ist doch ein Witz. Der Frosch macht doch nicht. Sag mal, das ist doch lächerlich, oder? Aber jetzt mal, warte mal. Quaken. Quaken. Quacke. Nee, 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 nee. Quaken. Wo ist der Duden, wenn man ihn braucht? Hier. Quaken. Der Frosch quakt. Ja, tatsächlich. Besonders von Frosch oder Ente, den laut Quak von sich geben. So schreibt man Quark. Er macht Quark. Quark. Im Leben hätte ich das nicht so geschrieben. Wie macht der Frosch? Quark. In unangenehmer als lästiger empfundener Weise reden. Der kann quaken. Ich hätte da 100% ein R mit drin gehabt. Quark. Frosch. Quark. Ja, nee. Nee, okay. Herr Frosch macht. Ja, ich weiß, ist schwierig jetzt gerade aktuell die Situation, ne? Also. Null von 13. Frosch 0 von 13, hau ab.